Hallo allerseits, ihr wunderbaren Menschen. Ich möchte heute mit euch über meine Lesevorsätze für 2020 reden. Die meisten Menschen nehmen sich ja vor, die über Bücher bloggen und sich überhaupt Lesevorsätze nehmen, dass sie ganz bestimmte Bücher lesen wollen, weil diese schon immer auf ihrer Liste stehen oder dass sie ihren Stapel der ungelesenen Bücher reduzieren wollen oder dass sie endlich diese eine Reihe fertig lesen wollen. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe einen etwas anderen Ansatz gewählt. Subabbau spielt bei mir zwar auch eine Rolle, aber nur eine untergeordnete. Ich habe einfach gemerkt, so seit ich politisch aktiv bin, dass ich viel zu weiße, viel zu westliche Literatur lese. Also in dem Sinne einfach, dass mir auch andere Perspektiven fehlen, literarisch. Und dass ich mich damit zu wenig auseinandersetze, jedenfalls nach meinem Empfinden. Und das stört mich persönlich, deswegen will ich das ändern. Und ich habe mir also folgende Bücher vorgenommen für das neue Jahr. Ich möchte mindestens 5 Bücher von Frauen bzw. Fit-Personen, Frauen enter trans, lesen. Ich möchte mindestens 5 Bücher von Frauen lesen bzw. Fit-Personen, die explizit POC, also People of Color sind. Ich möchte auch von 5 Männern, die POC sind, Bücher lesen. Ich möchte 5 queere Bücher lesen. Also entweder sind die AutorInnen queer bzw. gehören halt der LGBTQ+-Community an. Oder es geht wenigstens um das Thema, im Idealfall beides. 5 Bücher, die ich von meinem Sub abbauen möchte, also meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Einfach damit ich da auch ein bisschen vorwärts komme. Ich möchte noch 5 Klassiker lesen. Und weil ich gemerkt habe, dass mir da vor allem Klassiker von männlichen Autoren eingefallen sind, habe ich mir auch noch 5 Klassiker von weiblichen schreibenden Personen vorgenommen. Ja, natürlich ist das nur sehr begrenzt, dieser Rahmen, den ich mir da gesetzt habe. Die tatsächliche, vollendete Diversität wird damit nicht erreicht. Dessen bin ich mir bewusst, aber ich habe mir trotzdem überlegt, dass das schon mal ein Ansatzpunkt ist, um meine Leseauswahl im kommenden Jahr etwas diverser zu gestalten. Immerhin so ein bisschen. Irgendwo muss man anfangen. Aber falls ihr noch weitere Buchempfehlungen für mich habt, innerhalb dieser Kategorien oder außerhalb dieser Kategorien, wäre ich euch natürlich sehr verbunden, wenn ihr die mit mir teilt und wenn die hier in den Kommentaren stehen, dann profitieren wir ja alle davon. Für ein paar Kategorien habe ich auch schon Bücher gefunden, die möchte ich euch kurz vorstellen. Und für die Kategorien, für die ich jetzt keine Bücher nenne, habe ich also entsprechend noch nichts gefunden. Für die Kategorie 5 Bücher von weiblichen Autoren habe ich folgende Bücher gefunden. Zum einen möchte ich von Sibylle Berg Nerds retten die Welt lesen. Das ist im Prinzip eine Form von Interview, in dem die Frau verschiedene ExpertInnen, also beziehungsweise WissenschaftlerInnen, zu Fragen wie dem Klimawandel, der Globalisierung, Kapitalismus, Menschenrechtsverletzungen und noch einigen mehr befragt und mit ihnen über diese Themen redet. So, das sind also Leute, die ein extrem spezialisiertes Wissen haben und ich hoffe natürlich, dass ich von diesem Wissen bescheidenerweise profitieren kann. Dann möchte ich von Romina Russell Zodiac 4 lesen. Dabei handelt es sich um eine Art Science-Fiction-Fantasy-Buch. Und ja, der 4. Teil liegt einfach schon eine ganze Weile bei mir auf dem Stapel der ungelesenen Bücher. Damit würde ich diese Reihe auch endlich fertig lesen. Und deswegen kommt mir das sehr entgegen. So, und ich finde, dass es wichtig ist, dass man sowohl bei Unterhaltungs- als auch bei informierender Literatur darauf achtet, dass eben die AutorInnen nicht immer nur weiß und westlich sind, und männlich, und in dem Fall wird zumindest das Männlichkeitskriterium ausgeschlossen. Ja, dann möchte ich noch die Linja Forever Bücher lesen. Die gehören zur Trilogie Shiva Linja Forever, Mercy Falls Trilogie. Auf Deutsch heißen die Nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen von Maggie Stiefvater. Ich finde die Autorin einfach super genial. Es macht mir einfach großen Spaß, die Bücher zu lesen. Es ist romantisches Fantasy. Ich finde es persönlich fantastisch. Es ist ein bisschen klischeehaft manchmal, aber Maggie Stiefvater finde ich, ist einfach an und für sich eine außergewöhnliche Autorin, so wie sie schreibt. Ihre Bücher haben einfach das gewisse Etwas. Und ich finde, dass diese Vorsätze ja bei allem auch noch Spaß machen müssen. Und ich wollte diese Bücher schon immer mal auf Englisch lesen und ich habe im letzten Jahr nur den ersten Teil geschafft. Dann werde ich von Muriel Asseburg oder Assenburg und keine Ahnung, wie der männliche Co-Autor des ganzen Buches heißt, Der Nahostkonflikt lesen. Das heißt, es ist eine kurze Zusammenfassung, es stammt aus der CH Beck Wissensreihe, vielleicht kennt ihr die, das sind meistens so etwa 100 Seiten dünne Büchlein, die grob über ein Thema informieren. Versuchen einen allerersten Einstieg in das Thema des Nahostkonflikts zu finden. Natürlich ist mir klar, dass das auf 100 Seiten kein Mensch erklärt kriegt, aber ich hoffe, dass ich so wenigstens irgendwo anfangen kann,
an diesem riesigen Teppich mit vielen losen Enden einen Fuß draufsetzen zu können. Mein Gott, was für eine Metapher. Ja, ansonsten auch noch von Annelie Ramsbrock, Geschlossene Gesellschaft. In dem Buch beleuchtet sie Gefängnisse. Es geht darum, inwiefern Personen, die isoliert werden, aus der Gesellschaft quasi entfernt werden, beziehungsweise weggesperrt und ausgeschlossen werden, noch demokratische Werte wahren, erleben und ja, befolgen können und wie auch eine Resozialisierung funktionieren kann. Und genau, darum geht es in dem Buch. Ich habe mich mit dem Thema Gefängnisse bisher überhaupt noch gar nicht beschäftigt. Ich finde das mega spannend. Ich kenne auch nur eine Person, die Personen kennt, die im Gefängnis sind. Okay, nein, zwei. Aber ich habe trotzdem überhaupt keine Ahnung davon. Das ist irgendwie so eine Welt, die einem, wenn man nicht gerade Criminal Minds guckt und glaubt, das sei die Wahrheit, ja doch irgendwie verschlossen bleibt. Und das möchte ich super gerne ändern, weil ich es wichtig finde, in alle Bereiche einer Gesellschaft einen Blick zu werfen, die Augen aufzumachen und aber auch das Herz aufzumachen. Ich merke schon, die nachhaltige Kommunikation hat bei mir Spuren hinterlassen. Ja, für mindestens 5 POC-Frauen habe ich mir das Buch Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst vorgenommen. Das wird mir eine Freundin ausleihen. Sie heißt Joanna und hat jetzt den YouTube-Kanal Jojos Welt gegründet. Vielleicht mögt ihr da ja mal vorbeischauen. Sie redet auch über Bücher, aber auch über so Yoga und Selfcare und ganz verschiedene Sachen. Vielleicht kommt auch irgendwann mal was zur Politik. Ich kenne sie auf jeden Fall durch die Politik. Ja, und in Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst. Ich blende euch hier mal das Cover ein und ich habe mir leider gerade nicht den Autorinnennamen aufgeschrieben, geht es um ein israelisches Mädchen, was seinen Militärpflichtdienst gerade ableistet und irgendwo an der Grenze zum Libanon in so einem kleinen Dorf ist. Und ja, auf der einen Seite geht es halt um ihre Zeit im Militärdienst, aber auch die ganz klassischen Dinge des Heranwachsens. Und ich muss sagen, Israel ist so ein Land, ich habe da super wenig Ahnung von. Ich kenne nur zwei Menschen, die aus Israel kommen, mit denen ich mich auch mal irgendwie über Israel und den Israel-Palästina-Konflikt unterhalten habe. Israel und Palästina ist auch in der grünen Jugend immer mal wieder so ein Thema. Ich muss zugeben, dass ich mich da auch immer nicht so ganz rantraue, weil ich weiß, dass das ein extrem kompliziertes Thema ist, von dem niemand einfach sagen kann, so ist das jetzt und das ist die ideale Lösung. Aber sich gar nicht damit zu beschäftigen, ist auch keine Lösung. Weitere Bücher habe ich da noch nicht explizit gefunden. Eigentlich hatte ich vor, 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel zu lesen, wo es eben um Rassismuserfahrungen gegen, ja, POC, also People of Color, in dem Fall schwarze Personen auch geht. Ich habe es nicht als Rezensionsexemplar bekommen, beziehungsweise noch nicht bestätigt bekommen. Deswegen muss ich gucken, dass das in mein Budget passt, dass ich es mir kaufe. Aber falls ihr andere gute Bücher von POC kennt, dann lasst mich das gerne wissen. Also ich bin auch bereit, dafür Geld auszugeben. So ist das jetzt hier nicht. Aber ich muss für mein Geld leider auch arbeiten gehen. Aber vielleicht finde ich ja ein Buch, was nicht ganz so neu ist, auch mal hier in der Bücherei. Die ist ja direkt nebenan. Dann springen wir direkt doch mal zur Kategorie 5 POC Männer. So, da habe ich bisher drei Bücher. Zum einen Entlang der Gräben von Navid Kermani. Da geht es eben auch darum, um alle Länder, die so ein bisschen östlich von Deutschland und Europa sind. Russland und Länder aus dem Orient. So Krieg, Kultur und die ganzen Konflikte, die eben in der ganzen Region ein Problem darstellen, die aber auch prägend sind, mit denen wir uns hier auch oft viel zu wenig beschäftigen. Ihr seht, dieses Jahr ist irgendwie so mein Nahostjahr und ich hoffe, dass ich da ganz viel lernen kann aus diesem Buch. Ja, dann die Geschichte der Frau von Feridun Saimoğlu. Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen. In dem Buch lässt er verschiedene Frauen zu Wort kommen, zum Beispiel Frauen, die der Hexerei angeklagt wurden, sozialistische Frauen, Trümmerfrauen. Und ich glaube, es sind insgesamt 10 Frauen, denen er in diesem Buch eine Stimme gibt. Ich war sehr erstaunt, dass ein Mann sich dieses Projekts angenommen hat und ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Also es sind Figuren, also es sind keine Figuren, es sind Personen, die er zu Wort kommen lässt. Also Persönlichkeiten, die tatsächlich existiert haben. Deswegen bin ich umso neugieriger auf dieses Buch. Dann auch noch Nach der Flut das Feuer, genau, von James Baldwin. Das ist ein Roman. Da geht es eben auch um Rassismus und um Jugendliche und ich bin mal sehr gespannt. Die nähere Handlung habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber das ist eben wieder so ein klassisches Beispiel für, ich finde es wichtig, dass wir auch mal Romane von Menschen lesen, die vielleicht einen anderen Lebenserfahrungshintergrund haben als wir. Einfach, weil ich glaube, dass sich das in vielen, ja, auf vielen Ebenen niederschlägt, eben die verschiedenen Erfahrungen, die wir machen. Und deswegen finde ich da Romane auch eben einen guten Ansatzpunkt, auch wenn ich
genug Leute kenne, die sagen, ach, bei Roman macht das doch gar keinen Unterschied, ob das eine männliche oder weibliche, weiße, schwarze Person geschrieben hat. Ich behaupte, es macht einen. Für die Kategorie 5 queere Bücher habe ich tatsächlich noch gar nichts aufgeschrieben. Ich bin mir relativ sicher, dass ich noch ganz aus Versehen über Bücher stolpern werde, in denen queere Personen vorkommen oder die von queeren AutorInnen geschrieben sind. Ich hatte überlegt, ob ich mal Love, Simon lese. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Also, ich weiß, dass sie das Buch gut finden, aber ja. Ich muss einfach mal gucken. So mit Serien ist es sehr viel einfacher. Sex Education zum Beispiel ist ein guter Ansatzpunkt. Aber da würde ich euch wirklich auch super gerne fragen, was ihr für Empfehlungen habt. Gerade wenn ihr vielleicht auch selber der LGBTQ-Community angehört. Genau. So. Weil ich mich da mit der Literatur noch viel zu wenig beschäftigt habe. Was eigentlich verwerflich ist, weil ich selber der LGBTQ-Community angehöre. Aber anyway. Genau, da würde ich mich über eure Empfehlungen freuen. Genauso aber auch in allen anderen Kategorien. Ja. Ich möchte ja auch meinen Stapel der ungelesenen Bücher ein bisschen reduzieren. Was habe ich da für Bücher aufgeschrieben? Also, ich habe mal die apokalyptisch große Hoffnung aufgestellt, dass ich es schaffe, dieses Jahr Der Schwarm von Frank Schätzing endlich mal zu lesen. Das Buch liegt jetzt bestimmt schon 4-5 Jahre bei mir rum. Vielleicht sind es auch nur 3, keine Ahnung. Ich habe es bisher noch nicht gelesen, vielleicht sollte ich das mal ändern. Aber die Tatsache, dass ich Die Tyrannei des Schmetterlings von ihm echt schlecht fand, super vorhersehbar und nicht spannend, motiviert mich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ansonsten möchte ich Aragorn 2 lesen. Das habe ich ja auch schon super lange bei mir rumstehen. Und nachdem ich jetzt ja letztes Jahr Aragorn 1 gelesen habe, wäre das ja mal die Gelegenheit, Aragorn 2 zu lesen, jetzt wo ich die Handlung noch im Kopf habe. Ansonsten habe ich ja auch noch mein Narnia-Sammelband, den ich auch mal endlich fertig lesen möchte. Und uns fällt an dieser Stelle auch mal auf, das waren jetzt schon 4 Bücher von männlichen schreibenden Menschen. Also ich habe auch noch weitere Bücher von weiblichen Personen da, aber irgendwie habe ich mir diese nur explizit aufgeschrieben, weil die hier schon länger rumsummen. Kind der Götter habe ich mir aber auch aufgeschrieben und Kind der Magie, also eigentlich steht hier nur Kind der Götter, aber naja, von Jennifer Fallon. Die Bücher hatte ich mir ja in der Schweiz gekauft im Auslandssemester, das sind halt auch so eine Klopper. Deswegen weiß ich noch nicht, wann ich dazu kommen werde, diese wirklich coolen Fantasy-Bücher mal zu lesen. Ja, und dann sind wir auch schon bei der Kategorie Klassiker und ihr werdet gleich sehen, warum ich nochmal die Kategorie Klassiker von weiblichen schreibenden Personen aufgemacht habe. Die sind nämlich alle von Männern. Da wäre Effi Briest, was ich schon seit immer und ewig lesen wollte, also seit wir das in Deutsch mal irgendwann angesprochen haben, auch wenn mein Deutsch-LK-Lehrer damals das Ende gespoilert hat und ich inzwischen den Wikipedia-Artikel gelesen habe zu diesem Buch. Was bedeutet, dass ich weiß, was passieren wird? Warum habe ich das getan? Ja, dann möchte ich Paradise Lost von John Milton lesen. Während ich Effi Briest hier schon liegen habe, warte ich bei Paradise Lost noch darauf, dass es geliefert wird, weil das ja irgendwie so eine super special Edition war, vor allem eine super special günstige Edition. Ja, über den Umgang mit Menschen von Knigge habe ich noch bei meinen Eltern stehen. Das sollte ich vielleicht auch mal herholen, wenn ich es lesen will. Ja, das habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt gesehen und dachte mir so, ein Knigge. Das Buch wird so viel zitiert, beziehungsweise der gute Mann, dass man das doch mal glatt lesen könnte. Ja, das war so mein Gedanke. Ansonsten Hamlet habe ich hier liegen, stehen, wie ihr auch immer möchtet, von Shakespeare. Über die Handlung kann ich euch auch nicht so wirklich viel sagen. Da bin ich mal gespannt. Das ist eigentlich relativ kurz, deswegen hoffe ich, dass ich bald dazu komme. Aber das Lustige ist, es gibt genau 2 Arten von Büchern, die ich meistens super lange vor mir herschiebe. Sehr dünne oder sehr dicke Bücher. Weil ich entweder nicht schleppen will oder Angst habe, dass ich zu wenig Lesestoff bei mir habe. Letzteres passiert meistens nicht, weil irgendwas immer passiert, so dass ich dann viel weniger zum Lesen komme, als ich eigentlich mir das vorgestellt habe. Und das erste Buch dieser ganzen Liste, was ich dieses Jahr sogar schon gelesen habe, ist Einer flog über das Kuckucksnest. Ein Buch über eine Psychiatrie und über das, ja, System, was die Menschen zermürbt und was sehr entmenschlichend ist. Das wäre so die ganz kurze Fassung. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich von dem Buch halte. Ich habe es jetzt auf jeden Fall gelesen. Meine Allgemeinbildung wurde erweitert. Wunderbar. Ja, und Klassiker von weiblichen schreibenden Personen. Also angesichts der Tatsache, dass jetzt die Verfilmung von Little Women ins Kino, glaube ich, kommt, wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich überlegt, ob ich das vielleicht mal lese. Ansonsten spiele ich immer noch mit dem Gedanken, von Jane Austen mal Bücher zu lesen. Emma soll sehr gut sein. Ansonsten sieht man irgendwie überall momentan auch Pride and Prejudice und auch Sinn und Sinnlichkeit.
Also sehe ich zumindest bei vielen bloggenden Menschen. Liegt vielleicht daran, dass da echt schöne Ausgaben nochmal rausgekommen sind. Aber sich von schönen Ausgaben blenden zu lassen, ist manchmal auch eine ganz schlechte Idee. Ja, das ist so das, was ich mir an Lesevorsätzen fürs neue Jahr vorgenommen habe, was auch schon wieder fast ein Monat alt ist. Skandalös. Ja, diese Liste ist noch offensichtlich unvollständig und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir dabei helft, diese Liste vollständig zu machen, sie zu vervollständigen, sie ja, zu ergänzen und meinen Horizont noch weiter zu eröffnen. Natürlich habe ich jetzt so ein paar Kategorien genannt, die ich mir speziell vorgenommen habe. Das heißt aber auf gar keinen Fall, dass andere Kategorien ausgeschlossen werden sollen. Wenn ihr weitere Kategorien kennt oder auch Bücher, ohne dass ihr sie speziell in Kategorien einordnet, von denen ihr denkt, hey, die zu lesen wäre doch mal eine super gute Sache, dann lasst mich das wissen, lasst das alle anderen wissen, die dieses Video gucken. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.